Suchen Sie bitte auf YouTube das Gespräch zwischen Schizophrenie-Experten. Findet statt zwischen Ursula Davatz, DAVATZ und Luc Jompy. Die Frau Davatz spricht darin so gegen Mitte, Ende von den Genome-Wide Studies. Ungefähr so lautet der Name. Sie hat dann auch ein Fünfeck erwähnt. Es besteht aus wie folgt: Schizophrenie und schwere Depression und Manie-Depression und Ängste und Autismus. Sowas finde ich immer sehr sympathisch, wenn man so eine Differentialdiagnosenblase aufstellt, wo ganz viele Schnittmengen an Symptomatiken zwischen diesen Krankheiten vorhanden sind. Und die Kunst des Psychiaters ist es ja dann festzustellen, was aus dieser Wolke ist es denn? Und natürlich ist dieses Gespräch in meinen Ohren, sehr langes Gespräch, weit über eine Stunde, etwas kontrovers. Manche Dinge bringen mich ziemlich auf die Palme, zum Beispiel als man zu unterscheiden anfängt, die vulnerablen Patienten versus die resilienten, normalen Menschen. Ne? Da muss ich sagen, eine Veranlagung, so zu sein, anders zu sein und nerdig zu sein, die war natürlich schon da. Aber hat eben dazu geführt, dass diese unentwegten Demütigungen hinzukamen. Von den Kündigungen ganz zu schweigen. Jetzt habe ich aber auch die Eigenschaft einer gewissen Beharrlichkeit, die an Besessenheit grenzt, dahingehend, dass ich mich immer wieder, oh, Entschuldigung, dass ich mich immer wieder genau bei diesen selben arbeitgeberartigen Konstrukten beworben habe. Wie gesagt, es war eine Versicherungsangelegenheit und ich kann eben nur in diesen doch irgendwie geschützte Werkstättenstrukturen. Privatwirtschaft ging nicht. Und da kann man jetzt nicht so differenzieren, quasi die Vulnerablen sind die Deppeln. Ich war lang genug resilient genug. Ich bekenne mich jetzt dazu, vulnerabel zu sein. Und ich habe zum Begriff Resilienz im Sinn von Schlucken soll es auf, weil es muss halt sein. Kann ich nur warnen, weil das führt in die Geschlossene.